Hallo ihr Lieben, in diesem Video werden wir uns mit dem Fenster Nullstellen zur Gleichung auseinandersetzen. Dabei solltest du schon wissen, wie man mit Hilfe des Produktnullsatzes die Nullstellen einer Polynomfunktion bestimmt. Das Ziel für dieses Videos ist es, aus den Nullstellen einer Polynomfunktion eine passende Funktion zu erzeugen. Fangen wir an. Wir müssen jetzt also die Gleichung einer Polynomfunktion f aufstellen, die genau die Nullstellen minus 7, 0 und 3 hat. Das heißt, wir suchen f von x ist gleich. Pausiere jetzt bitte das Video und versuche es zunächst selber zu lösen. Wie gehen wir hier am besten vor? Naja, als Hinweis haben wir den Produktnullsatz gegeben. Das heißt, wir suchen einfach Faktoren, die jeweils als Nullstelle minus 7, 0 und 3 haben. Und wir fangen am besten mit der einfachsten Nullstelle an, und zwar 0. Das heißt, der erste Faktor ist wahrscheinlich einfach x. Die zweite Nullstelle ist minus 7. So, wir suchen jetzt also einen Faktor, der als Nullstelle minus 7 hat. Das heißt, eine gute Lösung wäre, in Klammer, x plus 7. Setzen wir nämlich minus 7 ein, ist dieser Faktor gleich 0. Und die dritte Nullstelle ist 3. Das heißt, ähnlich wie für minus 7, können wir als dritten Faktor x minus 3 einsetzen. Denn setzen wir da 3 ein, für x erhalten wir wieder 0. Wir können jetzt überprüfen, ob diese Funktion auch wirklich die Nullstellen minus 7, 0 und 3 hat. Das ist ganz einfach, indem wir einsetzen. Das heißt, f an der Stelle 0 ist gleich 0 mal 7 mal minus 3. Und das ist 0. Das heißt, das passt. Dann f an der Stelle minus 7. Das ist gleich minus 7 mal 0 mal minus 10. Und das ist auch 0. Also passt das auch. Und als letztes f an der Stelle 3. Und das ist gleich 3 mal 10 mal 0. Das ist gleich 0. Und das passt auch. Natürlich ist das hier nicht die einzige Funktion, die solche Nullstellen hat. Es gibt nämlich unendlich viele Funktionen, die diese Nullstellen haben. Wir könnten ganz einfach eine weitere Funktion erzeugen, indem wir zum Beispiel mal 10 rechnen. Das heißt, wir hätten dann 10x mal x plus 7 mal x minus 3 und würden auf dasselbe Ergebnis kommen. Ich hoffe, du hast dir viel mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal.